wir sind Dienstleister im Bereich Verpackung. Wir verpacken medizintechnische Geräte in Koffern, Industriekoffer, Kunststoffkoffer, die von hochrobust bis sehr temperaturbeständig für verschiedenste Anwendungen sind. Pauschaldotierte Unterstützungskasse funktioniert so, dass der Arbeitnehmer einen Teil seines Geldes umwandeln kann, also Entgeltumwandlung betreiben kann. Dadurch spart er Steuern und diese Ersparnis finanzieren wir nochmal mit einem bestimmten Anteil, den wir bezuschussen aus den Ersparnissen der Sozialabgaben. Das ist nochmal ein Benefit und jeder Arbeitnehmer kriegt 25 Euro von uns geschenkt als Zuschuss zur Altersvorsorge. Macht zusammen 95 Euro für 23 Euro Einsatz. Das kriegt man bei keinem Versicherungsunternehmen so hin. Da ich mich schon länger mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt habe und Herr Steinebrink uns das Modell vorgestellt hat, fand ich das eine gute Alternative. Da allgemein bekannt ist, dass die gesetzliche Rente nicht mehr reichen wird, um den Lebensstandard später mal zu halten. Die pauschaldotierte Unterstützungskasse ist das älteste System der betrieblichen Altersvorsorge in Deutschland. Wir haben in Deutschland 5 Durchführungswege der betrieblichen Altersvorsorge und die Unterstützungskasse ist ein Weg davon. In einem ersten Schritt erteilt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Zusage in Form einer betrieblichen Altersvorsorge. Diese Vorsorgeverpflichtung wird hingegen vom Arbeitgeber ausgelagert auf eine Unterstützungskasse, sodass im Ergebnis die Unterstützungskasse die betriebliche Altersvorsorge erfüllt. Und damit die Verpflichtung auch finanziert werden kann auf Ebene der Unterstützungskasse, hat der Arbeitgeber regelmäßig Zuzahlungen an die Unterstützungskasse zu leisten, sogenannte Dotierungen. Wenn wir in Konkurrenz mit anderen stehen, beispielsweise suchen wir einen neuen Auszubildenden, dann ist das ja nicht mehr so wie früher, dass wir 20 Bewerbungen auf dem Tisch hatten, sondern dass wir gucken müssen, wo kriegen wir einen Auszubildenden her. Und wenn wir dann relativ gleich sind mit einem anderen Unternehmen in Lüneburg, aber zusätzlich eine Altersvorsorge anbieten, dann ist die Attraktivität des Arbeitgebers vielleicht ein Stückchen höher als bei dem anderen. Und ich habe mir das erstmal alles angehört und natürlich auch geprüft. Und im Gegensatz zu den anderen Modellen, die man sonst privat abschließen kann, ist es sehr lukrativ. Und das, was man einzahlt und das, was man dann wieder rausbekommt, hat mich dann überzeugt. Also aktuell ist der Garantiezins bei Versicherungsgesellschaften bei 0,9%. Wir geben für Arbeitnehmer Entgeltumwandlung 2,5% und Arbeitgeberzuschuss 2%. Die Idee der pauschalierten Unterstützungskasse ist jetzt, dass die Gelder, die die Unterstützungskasse erhält, wiederum oftmals darlehensweise an den Arbeitgeber zurückgezahlt werden. Das heißt, im Ergebnis erteilt der Arbeitgeber die Altersvorsorge, aber ist erstmal gar nicht finanziell belastet damit. Das Geld fließt nicht an einen Versicherungskonzern, sondern an uns, an unsere Pensionskasse. Und aus der Pensionskasse heraus machen wir verschiedene Investitionen. Anlagevermögen wird angeschafft, es werden Kontokorrentlinien vielleicht abgelöst, Darlehen, langfristige Darlehen werden abgelöst. Und das Ganze entscheiden wir in einem Gremium, was auch mit Arbeitnehmern besetzt ist, was mit Steuerberater besetzt ist, mit Gesellschaftern, mit Geschäftsführern in der Gemeinschaft. Und von daher ist das nie eine einsame Entscheidung, was mit dem Geld passiert. Aus steuerlicher Sicht hat es zum einen den Vorteil, dass der Arbeitgeber die Dotierungen, die er zahlt, als Betriebsausgabe geltend machen kann. Aus Sicht des Arbeitnehmers hat das den großen Vorteil, dass die Zuwendung, die der Arbeitgeber leistet an die Unterstützungskasse, keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn darstellt.